Ich bin nach Deutschland nicht gekommen, in Nazi-Verbrecher zu suchen. Die Verbrecher zu suchen, das habe ich überlassen die anderen. Nathan Grossmann war als Kind in einem der größten Ghettos des Zweiten Weltkriegs gefangen. Seine Eltern haben das Ghetto nicht überlebt und sein Bruder war darin eines Tages verschwunden. Ich wollte mit dem nichts zu tun haben. Ich habe das gestrichen von meinem Leben. Etwa 46.000 Menschen kommen im Ghetto um. Wir waren doch im Prinzip Gefangene. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie das war, vollgestopft. I have a brother, but I don't know from him nothing. Und hier ist der Vater. Das ist der Vater. Also dann verstehe ich auch, wenn Leute sagen, Vater war ein Verbrecher. Wie kann ein Mensch eben mit seinen Kindern, das ist meine persönliche Sicht jetzt am Tisch, auf der anderen Seite eben auch mitbeteiligt sein und wissen, dass Menschen in dieser Stadt, die ihr verfolgt hat, ermordet worden sind? Meine Mutter hat sich aufgeopfert für mich. Eine gute Frau. Die Besten haben sie umgebracht. Das ist also, so schön, dass sie hier bei uns in unserem Haus. Hätte ich mit dir gefahren, die Strecke 1946, hätte ich dich umgebracht. Man hatte als Normalbürger mit dem Ghetto ja nichts zu tun, aber alles andere wollte man halt einfach nicht wissen. Wie kann man sowas machen? Das ist ja unbegreiflich, sowas. Mitten durch das Ghetto fährt eine öffentliche Straßenbahn. Die Fahrgäste können hinausschauen aus den Fenstern. Menschen schauen zu, schauen weg und lassen Verbrechen geschehen. Sehen Sie das Leid der gefangenen jüdischen Menschen?